Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch wieder einen sehr, sehr klassischen Kuchen, nämlich die Eierschecke. Es ist mehr ein Kuchen als eine Torte. Dieser Kuchen besteht aus einem leckeren Knusperboden und zwei Schichten, und zwar einer Quark-Zitronenschicht und einer super, super leckeren Vanillepudding-Schicht, die mit Eiern so aufgeschlagen wird, luftig. Also es ist eine super Kombination. Ja, wie immer zeige ich euch die Zutaten jetzt nicht am Anfang. Also ich wollte gerade sagen, ich zeige euch die Zutaten. Nein, ich zeige sie euch nicht, sondern ich schreibe sie hier unten in die Infobox und verlinke hier oft im kleinen i das Rezept. Und da könnt ihr dann auf den Blog gehen und das Rezept auch ausdrucken. Und wir starten direkt mit der Zubereitung des Vanillepuddings. Als erstes gebe ich mal das Vanillepuddingpulver in meinen Zucker hinein, vermische das miteinander. Und jetzt wird das mit kalter Milch angerührt, also so etwa 6 Esslöffel dazugeben. Am besten nach und nach. Geben wir erstmal 3 dazu. 1, 2, 3. Drehen uns das so ein bisschen an. Einfach, damit keine Klümpchen entstehen. Ja, und sollte das nicht genug sein, kann man auch ein bisschen mehr Flüssigkeit hinzufügen. Aber ich glaube, es reicht auch schon. Gebe noch ein bisschen was dazu. Sagen wir mal noch 3 Löffel Milch. 1, 2, 3. Ich wurde gefragt, warum meine Milch so dunkel ist. Das ist eine pflanzliche Milch, deswegen sieht die etwas anders aus. So. Ganz wichtig, dass die Milch kalt ist beim Anrühren, denn sonst verklumpt euch die Stärke im Vanillepuddingpulver und dann klappt es nicht. Das können wir uns gerade beiseite stellen. Ja, jetzt stelle ich mir den Topf auf meine Platte. Und zwar habe ich den vorher kalt ausgespült. Das ist ein Trick von meiner Großmutter. Dann brennt uns der Pudding und die Milch nicht so schnell an. Milch hinzugeben. Und jetzt machen wir uns die Platte an und kochen die Milch hier ein bisschen auf und rühren dann nach und nach das angerührte Puddingpulver hinein. Erstmal ein bisschen heiß werden lassen. Ja, und wenn das Ganze so anfängt zu dampfen, so ein bisschen, dann können wir uns dann unser angerührtes Puddingpulver auch schon hinzugeben. Und am besten unter ständigem Rühren natürlich. Und das Ganze einmal aufkochen natürlich. Und sobald der Pudding anfängt aufzukochen und anzudicken und zu bubbeln, so richtig schön, den Pudding mindestens eine Minute kochen lassen. So, ausstellen. Schön dick geworden. Solange der Pudding noch heiß ist, können wir uns jetzt auch schon die Butter hinzugeben. Am besten so ein bisschen in Stückchen und die sollte schön weich sein. Dann das Ganze verrühren, so dass sich die Butter einfach schön in dem Pudding auflöst. Sagenhaft, schon sehr, sehr cremig. Das Ganze jetzt mit einer Frischhaltefolie oder einer Silikonfolie bedecken. Aus Nachhaltigkeitsgründen habe ich nur noch diese Silikonfolien im Haus. Abdecken und ich stelle das jetzt raus auf den Balkon bei mir. Während jetzt unser Pudding auf dem Balkon oder wo auch immer abkühlt, können wir uns schon den Kuchenteig zubereiten. So, hier habe ich mein Mehl und da gebe ich jetzt erstmal das Tütchen Backpulver hinein. Ihr könnt auch etwas weniger verwenden, aber ich versuche es jetzt mal mit dem ganzen Tütchen. Also ich habe jetzt hier ein 20 Gramm Tütchen, die meisten haben ein bisschen weniger drin und ich würde das mit dem weniger drin nehmen, weil sonst wird es wirklich zu viel. Mehl und Backpulver gerade vermischen, damit sich das Backpulver schön im Mehl verteilt. Ganz wichtig, diesen Schritt bitte nicht auslassen, sonst hat man nachher an einer Stelle ganz viel Backpulver und an den übrigen Stellen ist nichts. Und jetzt können wir uns hier den Zucker, das Ei und die Butter einfach hinzugeben. Fangen wir mal mit dem Ei an. Den Zucker dazugeben. Und die Butter. Die sollte auch schön weich sein. Na, bei mir hat das jetzt alles schön gut gestanden und ist wirklich sehr weich. Jetzt verkneten wir das Ganze zu einem geschmeidigen Teig. Und
Und ihr könnt an der Stelle natürlich noch weiter rühren, bis sich das Ganze so wirklich klumpig verbindet. Ich mache das immer gerne mit den Händen dann noch fertig. Habe ich einfach das bessere Gefühl, wie ist der Teig? Funktioniert er so für mich? Einfach gerade nochmal schön durchkneten. Der Teig nimmt dann nach und nach alle Krümel auch an. Und jetzt nicht zu lange kneten, dass er schön mürbe und luftig bleibt. Und ihr seht, das Ganze hat sich zu einem schönen Teigklumpen verbunden. Und es reicht auch schon, den Teig jetzt schön abgedeckt ruhen lassen, wenn er sich so schön verbunden hat. Ungefähr eine halbe bis eine Stunde. Ich lege ihn jetzt einfach gerade hier wieder rein. Drücke ihn schön fest. Und gebe da wieder meine Silikonfolie drauf. So kann er auch nicht austrocknen. Halbe Stunde bis eine Stunde in den Kühlschrank und in der Zeit machen wir uns die Quarkfüllung fertig. Ich nehme für die leckere Eierschecke jetzt nachher diese Form. Und zwar hat die so einen Hebeboden. Das ist eine 26 cm Obstbodenform und wir brauchen auch nur 26 cm im Durchmesser und einen 2 cm Rand. Ihr könnt aber auch genauso gut eine Springform verwenden, das geht auch. In der Wartezeit kann man sich gut die Küche aufräumen von den ersten Arbeitsgängen und dann können wir uns auch den Ofen schon vorheizen auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Für die Quarkmasse geben wir uns jetzt den Quark in die Schüssel natürlich. Ich habe hier jetzt Magerquark genommen. Das Ei natürlich. Den Zucker, die Stärke und den Vanillezucker. Und der ist bei mir so dunkel, weil da echte Bourbon-Vanille drin ist. Ihr könnt aber auch Vanillinzucker nehmen. Das ist halt die industriell hergestellte Variante dann. Ich nehme immer gerne die echte Variante mit echter Vanille drin. Etwas Zitronensaft. Ihr könnt auch noch etwas Zitronenschale hinzufügen, wenn ihr mögt. Ich nehme jetzt mal den Saft einer halben Zitrone, damit es richtig schön lecker zitronig schmeckt. Und jetzt wird das Ganze schön miteinander glatt gerührt. Fertig ist unsere leckere Quarkmasse. Die stellen wir uns jetzt gerade beiseite und wenn die Zeit rum ist, können wir uns auch dann schon den Teig ausrollen. So, mein Teig ist inzwischen ausgeruht. Ich gebe mir ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und auf mein Rollholz. Den Teig knete ich noch mal ganz kurz durch, damit er einfach schön geschmeidig ist. Und jetzt können wir uns den Teig auf die Formgröße ausrollen, so in etwa. In alle Richtungen und das ist schon groß genug. Wir brauchen noch ungefähr 2 cm Rand. So könnte es groß genug sein. Jetzt rollen wir uns das Ganze aufs Rollholz auf. Jetzt kann der Teig schon hier reingegeben werden. Und wir können uns den Rand hochdrücken. Der sollte so ungefähr 2 cm hoch sein. Einfach schauen, dass man hier die 2 cm schön randrückt. Schön gleichmäßig, damit es schön aussieht. Oder wie ihr wollt, könnt es auch rustikal machen natürlich. Hat auch seinen Reiz. Halt gucken, dass man überall die 2 cm irgendwie erreicht. Ich schaue immer noch, dass hier auch wirklich der Rand möglichst dünn ist, also besonders diese Ecke hier. Und gehe da einfach mal mit dem Finger noch so entlang, damit da nicht so eine dicke Kante entsteht. Die Form ist fertig. Ich habe den Teig jetzt bis zum Rand hochgezogen. Also bis zum Ende des Randes vielmehr. Und das sind so ungefähr 3 cm Höhe. Ja, jetzt können wir uns schon die Quarkmasse auf den unteren Boden geben. Und gerade so ein bisschen glatt rütteln. Und ich denke, wir haben noch genug Platz, hoffentlich, für die Füllung Teil 2. Das stelle ich mir jetzt gerade noch mal kalt.
und mache in der Zeit die andere Füllung fertig. Der Pudding ist inzwischen sehr gut abgekühlt. Ich hatte ihn dann auch noch in der Tiefkühltruhe stehen. Also erst habe ich ihn auf dem Balkon abkühlen lassen, dann habe ich ihn in die Tiefkühltruhe gestellt, damit er wirklich schnell abkühlt. Und ja, jetzt gebe ich mir die Eigelb hier rein und verrühre das Ganze. So, ja, und hier, es sind die Eiweiß drin und die werde ich mir jetzt zu festem Schnee schlagen. Einfach noch eine Prise Salz am besten hinzugeben, dann geht es schneller. Und dann haben wir einen ausgewogeneren Geschmack insgesamt. So, und wenn der Schnee so schön steif ist, dann kann er unter unsere Ei-Puddingmasse gehoben werden. Dann kann das Ganze schon auf den Boden und wir können das Ganze auch schon backen. So, gerade den Eischnee hinzugeben. Der ist jetzt richtig schön steif. Und jetzt heben wir uns den gerade unter und dann nehme ich am besten einen Schneebesen dazu. Schüttet das mal gerade um in die Glasschüssel, dann könnt ihr es viel besser sehen. Vorsichtig unterheben. Wir wollen uns nicht den ganzen Fluff wieder rausschlagen, sondern es soll halt so eine wunderschöne Pudding-Eiweißmasse werden. Und das reicht auch schon. Und das geben wir uns jetzt auf den vorbereiteten Boden und auf die Quarkmasse und dann wird es gebacken. Ja, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns hier die Beläge nicht mit so arg vermischen. Deswegen gebe ich das jetzt so ganz vorsichtig drauf. So peu à peu mit dem Löffel, damit es nicht so einsinkt. Es soll ja möglichst in zwei Schichten dann nachher rauskommen. Die Backzeit ist 50 bis 60 Minuten bei 175 Grad Ober-Unterhitze in der Mitte des vorgeheizten Backofens. Und ich muss jetzt echt aufpassen, weil es halt so flüssig ist, dass mir hier nichts verschüttet. So, erstmal 50 Minuten und dann schaue ich mal. Bei mir war der Kuchen jetzt 60 Minuten im Backofen. Ich habe zwischendurch die Temperatur etwas runtergestellt, weil er mir zu stark gebräunt ist. Und jetzt hole ich ihn mal raus. Es kann sein, dass er in der Mitte noch etwas wabbelig ist. Das ist normal bei einem Käsekuchen, Quarkkuchen. Auf jeden Fall ihn dann auskühlen lassen, erstmal vollständig, am besten in der Form und am besten erst wirklich am nächsten Tag anschneiden. Und ich nehme ihn jetzt mit dem Blech raus, weil einfach sonst die Form sich verzieht. Und der Kuchen dann eventuell kaputt geht. Deswegen lasse ich ihn jetzt erstmal auf dem Blech so ein bisschen abkühlen, auf dem Kuchengitter. Und dann kann ich ihn immer noch runternehmen. Und wie gesagt, in der Mitte ist er jetzt noch ein bisschen wobblig. Ich kann es euch mal zeigen. Da sieht man, dass es noch so leicht wackelt. Aber das ist bei Käsekuchen ganz normal. Ja, jetzt müssen wir einfach warten und uns leider noch ein bisschen gedulden. Ich sehe gerade, meine Brille ist verrutscht. Die Eierschecke war bei mir jetzt einige Stunden kalt gestellt. Jetzt überstäube ich sie noch mit dem Puderzucker und dann können wir sie gemeinsam probieren. Nicht zu viel, man kann ja immer noch nachnehmen. Jetzt werde ich sie rausnehmen und auf die Tortenplatte platzieren. Und dazu halte ich sie mit der einen Hand und gehe jetzt hier vorsichtig unten drunter und ziehe so ein bisschen den Rand ab, der fällt schon runter. Und ihr seht, ein wunderschöner Rand ist entstanden. Das jetzt irgendwie weg. Ist ein bisschen umständlich, aber dann sieht es umso schöner aus. Jetzt das Ganze auf der Tortenplatte platzieren. Wunderbar, wir können probieren. So, ich schneide die Eierschecke jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmecken wird. Wahnsinnig toll, die verschiedenen Schichten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Jetzt werde ich die Torte für euch probieren. Die Torte, sage ich, ist natürlich ein Kuchen, also die Eierschecke für euch probieren. Sieht schon mal fantastisch aus.
Wahnsinn. Mega lecker, einfach ein Klassiker. Diese zarten Schichten aus Quark und Vanillepuddingcreme, einfach genial. Also müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Es ist wirklich ein super, super leckeres Rezept. Das war mein Rezept für die Eierschecke. Ich finde, es ist ein super schönes, klassisches Rezept nach Omas Art. Und wenn euch das auch so gut gefallen hat, dann hinterlasst mir unbedingt einen Daumen nach oben und vielleicht einen netten Kommentar. Da würde ich mich sehr freuen, wie immer. Und ich freue mich natürlich auch über eure Fotos. Könnt ihr schicken an meinen Facebook oder an meinen Instagram oder eben auch an mich privat per E-Mail. Ja, jetzt bleibt noch euch zu sagen, viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns nächste Woche vielleicht nicht oder vielleicht mit einem etwas anderen Video, weil nächste Woche sind hier in Baden-Württemberg Herbstferien, aber auf jeden Fall die Woche drauf mit einem neuen Tortenvideo. Ich weiß es schon. Bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Mega lecker. Wahnsinn.